Tagesordnung vorstellen, sehr geehrte Damen und Herren. Ich habe gar nicht vor, mich zu dem Tagesordnungspunkt zu melden. Ich dachte auch nicht, dass ich jemals so viel Banken und Bänke verteidigen würde. Aber die Bank zum Abgeben oder die Bank zum Verweilen, in dem Fall stimmen wir auch dem Antrag zu. Und ich habe mich gemeldet, weil ich wirklich die Argumentationen sehr skurril finde. Weil ich mich frage, also es hieß gerade, wir würden dem Konzept vorgreifen. Und wir würden, es würde ja nicht gehen, dass wir besonders die Belange von Seniorinnen und Senioren und Mobilitätseingeschränkten berücksichtigen. Wir haben im Dezember letztes Jahr beschlossen, dass ein Konzept auf den Weg gebracht werden soll, das die Belange und Bedürfnisse von Senioren und Mobilitätseingeschränkten besonders berücksichtigt. Mit Ihren Stimmen. Wir hatten damals noch eingebracht, dass auch ebenso der Arbeitskreis Wohnungslos mit einbezogen werden soll, weil auch das eine Gruppe ist, die besondere Bedürfnisse hat oder Bänke noch mal eine Rolle spielen. Das hatten Sie damals abgelehnt. Und es ist auch durchaus wichtig, dass bei der Gestaltung von Bänken die Bedarfe besonders eine Rolle spielen, weil das halt einfach Menschen sind, die auch noch mal mehr darauf angewiesen sind, dass sie, wenn sie zum Beispiel zum Supermarkt gehen, dass sie sich dazwischen auch mal hinsetzen können. Das heißt nicht unbedingt. Und auch deswegen ging es ja darum, ein Konzept zu machen, dass jede Bank so und so gestaltet ist. Deswegen soll dieses Konzept ja auch entstehen. Und den Antrag jetzt, ich verstehe den ehrlich gesagt auch gar nicht so scharf, sondern ich verstehe den eigentlich so, okay, es gibt einen langen Prozess, wo ein Konzept entwickelt wird, wo es sehr lange gebraucht hat, bis man diesen Antrag für das Konzept ja beschlossen hat. Und es gibt eine Skepsis, wie ernst gemeint es ist. Und man sieht, wie Bänke in der Stadt aufgestellt werden, die genau diesen Bedürfnissen eben nicht Rechnung tragen. Und deswegen soll doch in der Zwischenzeit, bis dieses Konzept steht, informiert werden und mit einbezogen werden. Und wenn die Belange eben nicht berücksichtigt werden, eben auch schriftlich begründet werden, warum in dem und dem Fall davon abgewichen wird. Das ist das, wie ich den Antrag verstehe. Eigentlich ist das harmlos. Ich glaube sogar im Gegenteil, es würde dem Konzept gut tun, wenn man schon jetzt ins Gespräch kommt mit der Zielgruppe, mit der man ja gemeinsam ein Konzept machen will. Also Sie merken vielleicht schon, wie absurd es irgendwie ist, weil Sie sagen, einerseits es wird ein Konzept erarbeitet, aber ich frage mich, mit wem denn eigentlich? Also da sollen die Belange von Seniorinnen und Senioren und Mobilitätseingeschränkten berücksichtigt werden, aber davor sollen die noch nicht darüber informiert werden. Es wäre genau, vielleicht wäre das genau ein richtiger Schritt dorthin. Ich frage mich bei Ihnen, wie ernst der Beschluss von damals noch gemeint ist, vom Dezember letzten Jahres. Weil da haben Sie eben genau beschlossen, dass das berücksichtigt werden soll. Das sehe ich jetzt eben nicht wieder. Deswegen ist es gut, dass der Antrag auch nochmal auf der Tagesordnung steht. Ich glaube, es wäre gut, weil wenn jetzt Bänke aufgestellt werden, dass eben nochmal die Information kommt und dass eben auch nochmal nachgefragt wird, ob das denn was wäre, was dann vielleicht sogar ein Beispiel sein kann, langfristig für so Konzepte. Genau, deswegen stimmen wir dem Antrag zu.